214番 From Romania, Rumania, Adrian Iancorescu. Rumänien überraschte die Turnwelt mit einer gut gemischten Truppe nach dem Ausscheiden von Marius German international. Kamen junge Leute und zogen hier einen absolut stabilen Mehrkampf durch und holten erstmals in der Geschichte des rumänischen Turnens Bronze in der Mannschaft. Dan Budinca gestern verdrängte Marius Toba an den Ringen, wurde Silbermedaillengewinner. Und jetzt dieser junge Mann, den es erst seit 2 Jahren international gibt, Adrian Iancorescu. Aber auch er war ohne Chancen auf vordere Plätze. Mit dieser Schwäche hinten bei der Landung hat man keine Chance. Fehler verzeiht internationales Top-Turnen nicht. Im Vorjahr 10. mit dem Team und dann dieser gewaltige Satz in der Stabilität auch. Die Rumänen haben sehr viel investiert an Trainingsaufwand, Trainingslager. Sie haben ihre Mannschaft konzentriert. Und jetzt zeigt dieses eingesprungene Rad die Fortsetzung durch Längenachsendrehung. Der Kasamatsu also mit zusätzlicher halben Drehung, aber ohne Stand. Wieder einmal der Blick auf die Landezonen. Schauen Sie hin, das wäre im Bereich plus minus null dieser breite Streifen da. Das heißt, kein Bonus, kein Abzug, zumindest für die Weite nicht. Ein Sprung, der ab 9,8 geht. Und hier erhebliche Abzüge getätigt werden für die schlechte Landung. Das heißt, der Sprung war gar nicht richtig vollendet. Adrian Iancorescu. Ja, Rumänien hat sich ganz schön entwickelt, muss man schon sagen. Große Turner hatten sie nicht allzu viel, aber Dan Grecu zum Beispiel als Weltmeister und im Vorjahr Marius Ursica, ein Pauschenpferd, damals der Ringechamp. Und jetzt wieder Dan Budinca als Vize-Weltmeister. Das sind so die wesentlichsten Erfolge im Einzelbereich. Aber dieser erst 21-jährige Adrian Iancorescu ist ja noch nicht am Ende seines Lateins. 9, 3, 7, 5. Lässt er die halbe Drehung weg, beziehungsweise turnt er nur den einfachen Kasamatsu, steht er also mit dem Gesicht zum Gerät. Und da sehen Sie auch dann gleich in der Zeitlupenstudie die Schwierigkeitsstaffelung durch das Weglassen der halben Drehung. Das ist faktisch der gleiche Sprung. Verringert sich auch die Ausgangsschwierigkeit. Er springt wieder ein, dieses Rad dreht dann weiter. Die Drehung gehört zum Kasamatsu, den der Japaner Shigeru Kasamatsu erfunden hat. Und das ist dann ein Sprung ab 9,5 laut Schwierigkeitstabelle. Die Weichmatten sind jetzt gestattet worden, offiziell auch bei Wettkämpfen durch die Internationale Turnföderation. Ich finde das gut, aber hier ordentlich und sicher zu stehen, setzt natürlich perfekte Technik voraus. Es entlastet aber die Gelenke der Athleten. 9,3,1,2. Er bleibt hinter Lee.